Ja, hallo, willkommen bei Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Dieses Mal mit einem kleinen Video und zwar, weil wir etwas basteln wollen. Jeder kennt ja Lego, jeder mag Lego und deshalb haben wir uns gedacht, wir bauen mal einen Lego-Grill. Ja, und hier seht ihr jetzt alle Teile, die wir dafür brauchen. Wir verlinken auch nochmal eine komplette Materialliste in unserem Blog, damit ihr da einfacher die Sachen bestellen könnt im Lego Online Store. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Es ist auch gar nicht so schwer. Wie ihr seht, man braucht nur ein paar Teile und ratzfatz haben wir unseren Grill. Also, jetzt brauchen wir hier erstmal, das brauchen wir alles nicht. Zack, zack. Ich schiebe einfach mal alles weg. So, was wir jetzt brauchen, sind einmal unsere Füße. Der Grill muss ja auf irgendwas stehen. Dann die Basis dazu. Dafür nehmen wir einfach diese. Wir haben das früher immer Achter genannt, ich weiß nicht, wie es offiziell heißt. Wie gesagt, auf der Liste im Blog verlinken wir mit allen Bestellnummern und offiziellen Lego-Bezeichnungen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Achter. Die werden hier doppelt drauf gemacht. So, sieht schon mal nicht schlecht aus. Als nächstes brauchen wir natürlich noch was, wo wir die Türen festmachen können. Nehmen wir einfach mal diesen hierfür. Ja, das wird die Front. Jetzt muss ich mal schauen. Das hier kommt an die Seite. Da werden später die ausklappbaren Tische dran festgemacht. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das haben wir soweit. So, nun ist hinten noch eine kleine Lücke. Die füllen wir folgendermaßen. Dafür nehmen wir einfach diese beiden doppelt. Und damit wir später auch was zum Klappen haben, kommen hier schon mal quasi die Scharniere dran. Zack. Ups. So. Das Ganze bauen wir jetzt hier unten ein. Zack. Das ist quasi die Rückseite vom Grill. Ja, man kann es noch nicht so ganz erkennen, aber deutlicher, dass es ein Grill wird, wird es, wenn wir hier diese, ja, den Grillrost quasi drauf machen. Zack. Zack. Nun kann man schon ein bisschen erahnen, was es werden soll. Ganz eindeutig ist es noch nicht. Aber es wird noch. So, nun die, wie man es zum Beispiel bei Weber auch kennt, diese Klapptische. Ist natürlich leider nicht klappbar, aber so rein optisch kommt es dem Ganzen schon mal nah. Ups. Zack. So. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Nun fehlt natürlich noch der Deckel, damit wir auch ein bisschen indirekt grillen können. Moment, zuerst machen wir erstmal vorne die Türen dran. Zack. Zack. So, jetzt haben wir schon mal quasi die Basis des Grills. Vorne den Türen, den Tischen. Tür leider nicht aufklappbar, Tische auch nicht abklappbar. Aber rein optisch. Unten haben wir auch die Füße zum Rollen. Schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt fehlt natürlich noch der Deckel. Dafür nehmen wir einfach hier so einen Vierer. Einen schmalen Vierer, einen dicken Vierer und noch einen schmalen. So, damit es vorne auch schön abgerundet ist, kommen hier nochmal, ups, so rum, diese Kanten drauf, keine Ahnung, wie die heißen. Wahrscheinlich irgendwelche Lego-Nerds werden das wissen. So, damit das Ganze auch hält, weil so sieht es zwar schon nicht schlecht aus, aber wir wollen natürlich das Ding auch klappen können, kommt jetzt hier hinten einfach hier so ein Scharnier dran. Das klappen wir dann hier hinten dran. Und zack, schon haben wir unseren kleinen, handlichen, ja, Gasgrill. Man kann aufklappen. Und ein Grill braucht natürlich auch immer ein bisschen Grillgut. Und da haben wir hier noch, ups, eine kleine Haxe bestellt. Ich glaube, laut dem Lego Online Store ist es eine Truthahnhaxe. Die können wir natürlich dann auch hier schön drauf platzieren, damit unsere Lego-Leute auch was zu essen haben. Ja, wie gesagt, ein recht einfacher Grill, außer dass man den Deckel auf und zu machen kann, hat er jetzt leider keine Funktion. Die Türen und wie gesagt, die Tische sind alle fest. Aber ich denke, so rein als kleines Deko-Element, entweder zu Hause auf dem Schreibtisch oder ja, im Lego-Spielhaus, ist das Ding sicherlich nicht schlecht. So, jetzt nochmal hier. Ups, falsch rum. Ja. Zack, die Keule drauf. Fertig ist unser Lego-Grill.